Im heutigen Video werde ich euch mein aktuelles Team zeigen. Das haben viele nachgefragt und ich dachte mir einfach mal, komm, ich hau das einfach mal in dem Video raus. Mit dem habe ich auch die Food Champions Quali gewonnen. Also von dem her ist das eigentlich ein ganz solides Team für den Start. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und ihr seht es schon hier direkt eingeblendet. Ich will das jetzt echt nicht zu lange halten. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist mein Starter-Team in FIFA 18, ja. Ich habe mir das Team, glaube ich, nach einem Tag oder so zusammengebaut und seitdem auch nicht mehr verändert. Wir gehen nochmal kurz auf den Coinstand. Ich habe 124.000 Münzen und meine Transferliste ist wirklich bummvoll. Also da sind wirklich viele Objekte drauf. Das heißt, ich trade auch gerade sehr viel. Ich habe auch viele wertvolle Objekte teilweise auf der Transferliste, weil ich einfach gerade eine Trading-Methode mache, bei der man eben ja, für jeden Spieler so 1.000, 2.000 Münzen ausgibt und die dann eben noch teurer reinstellt. Das heißt eben sozusagen, ich habe auch noch viele Coins auf der Transferliste. Und ja, ich habe hier auf jeden Fall noch Potenzial, beziehungsweise in dem Team, beziehungsweise bei dem Team könnte ich noch einiges verändern und das werde ich auch demnächst machen und da wollte ich euch einfach auch mit einbinden. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge für dieses Team reinhauen. Wie gesagt, ich habe, sagen wir mal, 100.000 Münzen für dieses Team. Ich möchte auch immer ein paar Coins zum Traden haben, deswegen sagen wir mal 100.000 Münzen habe ich sozusagen zur Verfügung und für 100.000 Münzen könnte ich dieses Team verbessern. Das heißt, du schreibst mir jetzt bitte mal rein, was würdest du in diesem Team ändern? Und ja, wir gehen das Ganze einfach mal durch. Im Tor habe ich Donnarumma, wie ihr sehen könnt, der gefällt mir extrem gut. Und wie gesagt, ich zeige euch auch nochmal schnell, dass ich die Food Champions Quali gewonnen habe. Hier seht ihr es qualifiziert, das Ganze habe ich mit diesem Team geschafft. Und ja, Donnarumma, ein sehr, sehr starker Keeper, akrobatischer Torwartstil, ist wirklich sehr solide. In FIFA 18 sind die Keeper ja teilweise etwas fragwürdig, deswegen würde ich euch Donnarumma da auf jeden Fall empfehlen. So, der nächste ist dann Mitchell Weiser, mit dem habe ich jetzt noch kein Spiel gemacht, weil ich davor Kimmich in Form als Leihspieler dort stehen hatte. Der hat aber 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, müsste eigentlich ganz ordentlich sein. So, Musacchio haben wir dann in der Innenverteidigung und der hat sogar schon ein Tor gemacht für mich. Und wirkt auf jeden Fall auch sehr solide, 70 Tempo, hat bei mir keine großen Fehler oder so gemacht, sondern ist einfach ein ganz, ganz solider Innenverteidiger. Genauso wie Abraham, der ist sogar wirklich sehr, sehr overpowered, hat auch ein Tor gemacht für mich. Und ja, auch wirklich, wie gesagt, sehr overpowered, 1,88 groß und 80 Tempo, das ist halt einfach krass für einen Innenverteidiger. So, Linksverteidiger ist dann Willems, auch mit 4 Sternen Skills, genauso wie Weiser. Ja, Hochmittelarbeitsraten ist vielleicht ein bisschen offensiv, aber das mag ich eigentlich persönlich eh ganz gerne. Und ja, der hat halt ganz solide Werte, würde ich mal sagen, keine außergewöhnlichen, aber halt solide Werte. Und der macht auf der Linksverteidigerposition nichts falsch, dadurch, dass er halt auch 75 Physis hat. Ist ja auch nicht so schmächtig oder so, sondern räumt da eigentlich ganz gut ab. So, der nächste Spieler ist Lanzini, der gefällt mir extrem gut. Der hat sogar schon 4 Tore gemacht in nur 5 Spielen, das ist extrem viel. 82 Tempo hat er am Start und 86 Dribbling. 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut im Mittelfeld. Daneben ein weiterer Argentinier und zwar ist das Pereira, auch 4 Sterne Weakfoot, auch 4 Sterne Skills. Ist ein ähnlicher Spielertyp wie Lanzini, ein bisschen größer vielleicht und ein bisschen Arbeitsraten höher, sage ich mal. Also der hat Mittel und der hat Hoch. Hat kein Tor gemacht, aber ist wirklich sehr, sehr wichtig im Mittelfeld. Der macht einen guten Job. So, nächster Mittelfeldspieler ist Castro. Ist auch wirklich ein solider, klassischer, zentraler Mittelfeldspieler. Einfach ein Allrounder, würde ich sagen. Hat auch schon 3 Tore gemacht für mich, was auch sehr, sehr stark ist. Und hat halt wirklich Allround-Werte. Also der ist halt so ein richtiger Allrounder. Die anderen sind eigentlich eher offensiv, würde ich sagen. Beziehungsweise Lanzini ist eher offensiv. Pereira ist auch ein Allrounder. Und Castro eigentlich auch. Also hier so einen Offensiven und 2 so Allrounder. Das passt eigentlich ganz gut. Ihr könnt da natürlich auch irgendwie Weigel hinstellen oder so, der dann ein bisschen defensiver wäre. Das würde auf jeden Fall auch nicht so schlecht tun. Und ja, dann gehen wir rein zum rechten Flügel und das ist Jamolenko. Der gefällt mir saugut. Der hat auch schon 4 Tore in 5 Spielen gemacht und ist halt riesig und schnell und dribbelstark. Also passt auf jeden Fall perfekt. Mit dem kann man nicht viel falsch machen. Izquierdo ist dann genau das Gegenteil. Also er ist einfach nicht groß, er ist klein. Ja, Izquierdo ist 1,71, hat aber auch schon 4 Tore gemacht, auch 4 Sterne Skills. Also ich meine, Jamolenko hat 5 Sterne Skills, aber immerhin auch 4 Sterne. Also das reicht ja auch komplett. 93 Tempo ist sehr, sehr schnell. Sein Abschluss ist nicht der beste, muss ich ehrlich sagen. Aber er hat eben, wie ihr sehen könnt, trotzdem schon 4 Tore gemacht, auch 4 vorbereitet. Also der ist auch richtig, richtig stark. Und im Sturm haben wir dann als letzten Spieler Gray. Da hatte ich am Anfang diesen, wie heißt denn der, Antonio hatte ich von West Ham. Der hat dann aber dann doch nicht ganz so reingepasst, beziehungsweise hat mir gar nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mir Gray geholt. Der hat auch schon 4 Tore in 5 Spielen, 5 Torvorlagen. Und ja, 3 Sterne Skills nur, aber er hat so gute Werte. 89 Tempo, 76
Shooting und 78 Physis. Also das ist ein echt guter Stürmer. Mit 1,80 Größe passt das auf jeden Fall auch ganz gut. Und ja, Freunde, wir schauen uns jetzt noch ganz kurz die Spieleranweisungen, sondern individuelle Taktiken an. Genau, da habe ich bei Positionsspielen nämlich nicht geordnet, sondern freie Wahl. Ja, in der Chancenerarbeitung finde ich auf jeden Fall besser so. Und hier natürlich Abschirmen statt Abseitsfalle. Aber das ist in FIFA 18 jetzt eh so, dass du sowieso von Haus aus Abschirmen da stehen hast. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Die Spieleranweisungen selbst habe ich noch gar nicht richtig gemacht, muss ich ehrlich zugestehen. Da macht man aber im Normalfall eigentlich bei den Außenverteidigern hinten bei also hinten bleiben bei Angriffen, ja, so. Bei den Innenverteidigern macht man eigentlich auch hinten bleiben bei Angriffen, ja, dass dann die Verteidigung auf jeden Fall gut steht und bei den anderen Spielern könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt, ja, es ist ziemlich egal, also nicht ziemlich egal, aber es ist halt von Spielertyp zu Spielertyp unterschiedlich. Wenn ihr jetzt eher offensiv seid, dann müsst ihr das anders einstellen, als wenn ihr eher defensive Spieler seid. Ja, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Da kann man auf jeden Fall einiges noch einstellen, das müsst ihr aber selber wissen. Aber was ich euch wirklich raten würde, ist bei den individuellen Taktiken hier unbedingt abschirmen und hier auch unbedingt freie Wahl. Denn dann kreuzen sich die Spieler und dann ist das Spielgeschehen einfach viel, viel aktiver und ihr seid auch viel gefährlicher im Angriff. Das würde ich euch echt empfehlen. Und ja, Freunde, ihr habt jetzt, wie gesagt, die Aufgabe, mir Verbesserungen reinzuschreiben. Es gibt einige Spieler, die man hier verbessern kann. Also da fallen mir auf die Schnelle auf jeden Fall schon ein paar ein. Da kann man natürlich mit Argentinien was machen. Zum Beispiel hier Mascherano und dann Jordi Alba oder so. Also da kann man schon einiges machen. Schreibt mir da gerne Verbesserungsvorschläge rein. Für 100.000 Münzen würde mich gerne interessieren, was ihr da verbessern würdet. Und ja, ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, wie viele Coins ihr schon habt, was für ein Team ihr schon habt und so. Das würde mich auch mal interessieren, denn ja, es ist immer unterschiedlich. Manche haben ganz viele Coins, manche haben ganz wenige. Woran liegt das und so, das würde ich gerne mal ein bisschen rausfinden. Deswegen schreibt mir mal rein, wie viele Coins ihr gerade habt und wie das gerade alles bei euch so abgeht. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Das ist mein Team, mit dem ich die FUT Champions Qualifikation geschafft habe. Und das ist jetzt auch nur mal mein Starterteam. Ich habe ja noch nicht viel geändert. Also ihr seht schon, es ist ein richtiges Starterteam. Also ich habe da jetzt keine heftig teuren Spieler drinnen. Und ich könnte es natürlich verbessern, deswegen schreibst du mir bitte rein, was ich da genau verändern soll. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Checkt die Links in der Beschreibung ab, ganz, ganz wichtig. Sind richtig interessante Dinger drinnen. Und dann, ja, vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und tschüss.